War auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Jahr für mich, sage ich mal, das Jahr 2016. Ja, mit der Europameisterschaft hat es natürlich angefangen. Danach hat es mir halt einen Riesenschub irgendwie in Sachen Selbstvertrauen auch gegeben, weil ich auch extrem gemerkt habe. Habe dann auch im Verein irgendwo ein bisschen mehr diese Rolle als Führungsspiel übernommen. Und ich denke dann im Sommer, klar, mit der Olympiade hat sich dann nochmal ein Traum für mich erfüllt. Dann hat es jetzt Anfang der neuen Saison auch wieder super funktioniert. Ja. Wieso das alles so gut klappt, kann ich selber gar nicht so gut sagen, aber ich bin dafür natürlich sehr, sehr, sehr dankbar. Man merkt das natürlich schon, dass der Trainer irgendwo dann mehr auf einen baut und klar, darüber bin ich dann auch sehr, 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 sehr froh. Ich habe immer versucht, mit guten Leistungen zurückzuzahlen. Ja, hat manchmal gut geklappt, hat manchmal nicht ganz so gut geklappt. Ja, ist leider so im Sport, dass man auch Spiele hat, wo es leider mal nicht so gut funktioniert.